Löchen, es ist mal wieder Zeit für Nerdzeitalter oder so ähnlich. Wir sind wieder unterwegs, wie immer, hier in unserer Asteroidenbasis. Und ja, wollen wir schauen, womit wir uns dann heute ein wenig beschäftigen. Wir hatten beim letzten Mal ja hier unseren kleinen Verteidigungsturm fertig gemacht. Bisher haben wir den glücklicherweise noch nicht gebraucht. Ach ja, was wäre ein Aufnahmestart ohne akuten Energiemangel? Ja, sind wir schon wieder direkt hier gut dabei. So, aber ich glaube, wir hatten ja beim letzten Mal auch schon da oben unsere Conveyor angeschlossen, damit nämlich die Türme Dinge tun können. Und das bedeutet, dass wir hier oben eigentlich, ja, da fliege ich erstmal direkt irgendwo rein, wo ich gar nicht reinfliegen wollte. Das heißt, wir tun jetzt erstmal ein paar Sachen. Mal kurz ein bisschen Platz machen. Rödel, 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 schon klar. So, aber was ich jetzt erstmal tue, ist, der da kommt weg. Und warum kommt er weg? Ganz einfach, den ersetzen wir durch einen kleinen Cargo-Container. Nochmal kurz die Teile abholen. Weil dann können wir jetzt hier oben ein bisschen vor uns hinbauen, ohne dass wir ständig alle Nase lang hier runterfliegen müssen, den Kram holen, wieder hochfliegen und so weiter. So, nächster Punkt. Krankenstation. Will ich irgendwo auf der Höhe hier haben, denke ich. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwann auch noch hier weitere... Also hier ist er mir... Ne, weiter. Ich glaube, da geht es eigentlich ganz gut. Das heißt, wir müssen erstmal hier ein kleines Löchlein reinmachen. Der Kollege kommt weg. Stattdessen packen wir jetzt hier einen Conveyor rein. Und an die Stelle natürlich wieder mit der richtigen Farbe. Ja, das Auge ist schließlich mit. Packen wir uns dann hier eine. Ja. Klicken wir erstmal aus dem Spiel raus. Warum auch nicht? Macht bestimmt einiges besser. Nein, natürlich suchen wir uns jetzt hier wieder die Conveyor Pipe. Und zwar nehmen wir hier das Cross. Was jetzt natürlich ein bisschen unschön ist, ist, dass jetzt hier unten das Ding, das Loch offen ist. Aber da habe ich eine Idee, wie wir das gefixt kriegen. Und zwar suchen wir uns einfach einen Pistenpart raus. Und zwar den Top-Pistenpart. So, Oxygen-Farm brauchen wir jetzt wahrscheinlich erstmal auf die Schnelle, keine neue. Und den packen wir da unten hin. So, dann packen wir hier wie gewohnt alles in den Bildplaner. Okay, jetzt sind wir hier unten natürlich doch leer. Gut, dass wir da oben eine Kiste gebaut haben. Und machen hier mal kurz dicht. So, seht ihr jetzt mit dem Pistenpart, dann sieht das halt aus, als ob das jetzt hier irgendwie so ein bisschen plombiert ist sozusagen. Und ja, dann ist das hier nicht ganz so scheppig. Ist jetzt nur die Frage, wenn wir hier hinten irgendwas machen, sollten wir das dann auf derselben Höhe tun. Aber gut, das ist jetzt erstmal nicht unser Primärproblem. Unser Primärproblem ist, wir wollen eine Medbay haben. Und die müssen wir bauen können. Ich denke, die Teile dafür haben wir. Und die muss natürlich weiß sein. Also... Da kommt irgendwie kommen nur wenig andere Farben in Frage als weiß. Okay, Metal Grids sind schon wieder ein bisschen knapp, weil wir keine haben oder weil wir keinen Platz mehr hatten. Wahrscheinlich, weil wir keinen Platz mehr hatten. So, es fehlen noch 6 Medical Components dafür. Ich habe jetzt schon wieder alles für eine Grütze auf Tasche, dass ich es nicht bauen kann. Jetzt haben wir alles. So, und wenn ich das richtig... Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal ein kleines Halt mal kurz. Und bauen das Ganze jetzt nochmal irgendwie richtig rum, weil, also das da eben war ja gerade echt schäbig. Muss man ganz offen sagen, das war einfach nichts. So. So, sehr schön. Und nun ist die Frage, ist das schon alles verstöpselt?
Es ist verstöpselt. Ein Träumchen. Wir haben jetzt endlich schneller Energie und stehen nicht mehr ständig an dieser unsäglichen, an dem unsäglichen Ding rum. Dann geben wir dem Kind einen Namen. Und zwar ist es jetzt natürlich nicht Mad Bay. Die Mad Bay. Asteroid Base. Ihr habt es euch sicherlich denken können. Hier werden wir jetzt nicht sonderlich kreativ. Hauptsache, wir haben unsere Mad Bay. Sehr schön. So. Die Sache ist natürlich nur, die Mad Bay alleine ist ja vielleicht ganz nett, aber das muss jetzt hier auch alles irgendwie ein bisschen cool werden, ne? Das ist ja jetzt so ein bisschen hier, Ben würde sagen, ist ein Ding. Also, wir haben noch ein paar, mal ganz ehrlich, mal kurz hier reinschauen, was haben wir denn hier so? Wir haben noch ein paar 2000 Small Steel Tubes, über 2500, okay, von davon, Thruster-Komponenten haben wir auch noch eine Ecke, das ist schön. Wir haben immer noch kein Platin, das wahrscheinlich werden wir irgendwann mal was suchen müssen. Superconductors haben wir, Stahlplatten haben wir noch in rauen Mengen, Construction Components würde ich nochmal nachjustieren, genauso wie Interior Plates und vielleicht auch noch ein bisschen Bulletproof Glas und Girder, weil ich denke, davon werden wir noch ein wenig verbauen. So, aber jetzt für den Moment. Jetzt müssen wir ein bisschen ich möchte jetzt hier ein bisschen überlegen, wie wir hier tatsächlich so ein bisschen unsere Station hier aufbereiten. Was ich glaube ich tun möchte ist, warte mal. Was machen wir denn hier farblich? Das Orange? Nee. Das Grau eigentlich auch nicht. Das Weiß, bin ich jetzt aber auch kein großer Freund von hier jetzt alles irgendwie schneeweiß zu machen. Wir könnten es natürlich mal mit einem etwas, ja, vielleicht eine Kombination aus so einem etwas abgedunkelten Grau, dann auch mit, nee, auf gar keinen Fall battered. Clean auch nicht. Hm. Silver, nee, bestimmt nicht. Retrofuel. Das wird auch, das sieht mir dann zu aus. Ich weiß nicht. Wir probieren tatsächlich einfach mal die Clean aus. Vielleicht funktioniert das ja doch nicht so schlecht, wie ich es gerade im Kopf habe. So, ich möchte hier auf jeden Fall den Eingang haben. Einfach, damit wir hier schnell rein können, an das Ding dran und gut ist. So viel steht schon mal fest. Dann machen wir hier auf der anderen Seite schon mal so ein bisschen das Gegending. Also kurzum, wir haben jetzt hier so ein bisschen dann, oder wir werden hier einen Gang haben, der... Ja, dann halt eben so ein bisschen abgewinkelt ist. Ja. Einfach, dass das nicht irgendwie alles so rechtwinklig ist. Ich meine, kann man zwar machen, aber bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht so der Freund davon. So ein bisschen Optik sollten wir uns durchaus gönnen. Das ist jetzt natürlich alles auch noch nicht so 100% final, aber mal, dass wir irgendwie mal so eine Skizze davon bekommen, wo die Reise hier eigentlich hingehen soll. Ich meine, das wird hier sicherlich auch nicht alles Mad Bay werden müssen, keine Frage. Aber ich möchte auf jeden Fall mal kurz überlegen. Moment, das hier. Ich würde auf jeden Fall gerne noch ein paar Cryo Chambers hier einbauen. Und hier drüben kommt dann hier irgendwie die große Lounge hin. Ich denke, das Command Center wird sich mittelfristig irgendwann nochmal nach da hinten verschieben. Dafür müsste aber erstmal der Miner fertig sein. Deswegen möchte ich mich jetzt hier nicht zu sehr abspinnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich das hier nochmal ändert, ist sehr hoch. Aber wenn hier das Command Center ist, heißt das für uns, dass wir im Grunde genommen... Ja gut, das ist eigentlich nicht das Command Center. Hm. Aber hier würde ich sagen, machen wir jetzt auf jeden Fall eine Ecke hin und kommen dann hier in die Richtung. Vielleicht kommt hier auch, wenn hier später irgendwas anderes hinkommt, dann gucken wir einfach mal, was es wird. Ah, nächstes Problem. Ich kann den Gang jetzt nicht ewig so weiterführen. Weil wir ansonsten irgendwann an die Situation kommen, dass wir hier ein bisschen mit der Wand konfliktieren. Das heißt, irgendwann müssen wir mal gerade werden. Das heißt, es ist an der Stelle wahrscheinlich angebracht, hier das Ding einfach so zuzuknallen. Und auch wenn ich es nicht gerne tue, warte mal, wir könnten noch was anderes probieren. Wir könnten noch sagen, dass wir hier mit dem Winkel rangehen. Das könnte funktionieren. Hm.
Ja. Ich lasse es für den Moment mal so. So, weil dann können wir jetzt natürlich auch hier oben entsprechend einfach schön gerade zuhauen. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Hier haben wir jetzt natürlich wieder ein Problem mit Winkeln, aber dem können wir begegnen. Die Art und Weise. Nein. Machen wir ein bisschen anders. Und zwar damit. Das sieht, glaube ich, schon ein bisschen besser aus. Du kommst wahrscheinlich nicht Ja, mehr draußen. das. Okay, dann keine Stahlplatten mehr. War klar. Papa, komm jetzt raus, ne? Ja. Schreck, schreck. So, dann. Was tun wir jetzt weiterhin? Wir schweißen hier erstmal zu. Das ist ein guter Anfang dafür. Weil das tendenziell auch wieder so ein Ding wäre, was man eigentlich auch zwischen den Folgen machen kann. Ja, ich weiß. Aber das Problem ist halt jetzt einfach, wenn hier irgendwie alles so voller Gerüste voll steht, dann könnt ihr euch halt auch nur relativ bedingt vorstellen, wie weit wir jetzt hier ausbauen und wie die ganze Kiste weiter aussieht. Deswegen würde ich jetzt tatsächlich mal so ein paar Blöcke wenigstens. Ach stimmt ja, ich habe mir auf die Daumentasten habe ich mir ja vor und zurück für die. Ah, praktisch, für die Toolbars. So, dann haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen Wand. Das ist zwar alles noch nicht unendlich schön, das möchte ich hier auch gar nicht irgendwie behaupten. Aber wir haben zumindest schon mal so irgendwie ein wie soll ich sagen, so ein kleines Raumkonzept. Gott, klingt das falsch? Oder? Weiß nicht. Klingt nach Blafhasel. So, Blafhasel ist genau das richtige Wort dafür. Ich würde sagen, auch hier packen wir noch einen Access-Container hin. Vielleicht auch wieder irgendwie in einer etwas genehmeren Farbe als diese ständig nur grau. Das müssen wir dann eh nochmal schauen. Für einen Moment machen wir mal weiß. Ach Gott. Warte mal kurz. Ich muss hier noch die Nervensäge ausmachen. Habe ich mal wieder vergessen. Sorry dafür. So, hier kommt dann auch noch ein Cargo-Container hin. Und das hier wird dann auch irgendwann mal zu einer großen Wand werden. Ja gut, so lang brauchen wir mit dem irgendwann mal gar nicht warten. Ich sag, also eigentlich müssen wir halt hier oben noch alles irgendwie mal absägen. Das ist aber auf jeden Fall ein zwischen den Folgen Ding. Das muss ich jetzt euch wirklich nicht antun, dass wir jetzt hier irgendwie das ganze Ding verkleiden. Also es wird auf jeden Fall passieren müssen, damit wir hier damit wir luftdicht kriegen. Außerdem Schwerkraft wäre auch mal so langsam ein Thema. Spiele heute nervt es schon wieder. Aber immerhin. Guck mal, wie schön schnell das jetzt geht. Träumchen, Träumchen, so muss das. Ist ja unglaublich, wie lange wir es eigentlich mit diesem frickeligen Survival-Kit irgendwie ausgehalten haben, beziehungsweise aushalten. Nein, mussten Strift sind, die hätten sie ja schon viel früher machen können, ne? Aber gut. Dann möchte ich hier eine Tür einbauen. Die Frage ist, machen wir das so oder nehmen wir die Offset? Ich würde sagen, wir nehmen die Offset. Ob die schwarz bleibt, weiß ich auch noch nicht so genau, aber ja. Ernsthaft, läuft irgendwie eine Kante, muss direkt erstmal anfangen zu schreien. Okay. Dann nochmal danke, freu dich und weiter geht's. Aber es ist wahrscheinlich gar keine blöde Idee, den Schwerkraftgenerator. Na, Doch, das machen wir so. Und zwar würde ich den Schwerkraftgenerator tatsächlich irgendwie möglichst mittig über diese Plattform bauen und dann vor unten einen weiteren nehmen. Einfach, damit wir nicht so einen gigantischen Würfel aus Schwer, also nicht so ein gigantisches Volumen irgendwie unter Schwerkraft setzen müssen, weil das zieht dann natürlich auch wieder mehr Sprit. Und ja, muss dann vielleicht nicht in den Ausmaßen sein. So, hier müssen auch noch Dinge passieren, sehe ich gerade. Papa.
Was wir da am besten machen können, ist, wir nehmen wieder die Pipes. Und packen die. Natürlich wieder, jetzt holen wir uns wieder die Industriefarbe raus. Und packen die Pipelines hier hin. Das Grau macht mich ja nicht glücklich, bin ich ganz ehrlich. Das ist noch nicht schön. Das ist einfach noch nicht schön. So, machen wir das damit? Warum nicht? Warum nicht? Mein luftdicht muss es ja nicht mehr sein. Das ist es schon. Ja, das passt. Wo hatten wir eigentlich dann hochgebaut, dass das an die Munition rangeht? Keine Ahnung, müssen wir dann auch nochmal schauen. Aber meine Idee für das, was wir jetzt hier mit den Pipes machen, warum ich die tatsächlich so ein bisschen knallig mache, ist, ich würde gerne hier unten drunter wieder Glasplatten benutzen. Und zwar mit der abgeschwärzten Seite natürlich zu uns runter. Ja, da müssen wir natürlich noch ein bisschen Material aus der Kiste holen. So viel zu dem Thema. So unglaublich viel von dem Zeug haben wir gar nicht. Wir müssen noch ein bisschen was verbauen. Die setzen wir dann jetzt hier. Ja, das bringt ja nichts. Also eigentlich muss ich sie da ansetzen. Und das wollte ich. Ja, komm. Probieren wir es mal aus. Hier dann aber wahrscheinlich nicht mehr. Sondern die Idee ist ein bisschen, dass wir die einfach wieder so ein bisschen optische Tiefe haben. Wir müssen mal gucken, wie wir das hier machen. Vielleicht nehmen wir da wieder ein paar die Interior Armor Blocks für, also die, nicht die Armor, sondern diese dekorativen Interior Blocks. Das schauen wir dann mal, wenn es soweit ist, aber dass wir hier mal wenigstens so langsam ein bisschen Dinge auf Reihe kriegen. So, dann hauen wir hier auch gleich alles dicht, dann ist es auch verbunden. Wie ist es eigentlich, wenn das miteinander verbunden ist, müsst ihr eigentlich, nein, das ist noch nicht miteinander verbunden, das sehen wir nämlich einfach daran. Wir haben ja in unserem H2O2-Generator, glaube ich, noch eine Menge an Eis. Richtig, haben wir. Wenn das hier oben mit dem restlichen System verbunden wäre, dann würden sich jetzt hier die Tanks auffüllen. Tun sie aber nicht. Heißt, das hier ist weiterhin nicht mit dem Hauptsystem zusammen. Ein bisschen schwierig, weil muss es irgendwann mal werden. Aber in der Sekunde ist es das halt einfach noch nicht. Hier muss man auch mal schauen. Na gut, das ist nicht weiter schlimm. Wir müssen eh hier oben dicht machen. Also insofern können wir uns hier unten noch ein bisschen abspinnen. Das, was hier irgendwie so ein bisschen dann auch das Gelände und so angeht. Speaking of abspinnen. Ich mache hier mal gerade kurz so ein bisschen wenigstens die Wand dicht. Also hier direkt vor uns. Damit wir ein bisschen Raumgefühl bekommen. Weil ich hatte ja gesagt, ich möchte hier gern was tun. Und zwar ist meine Idee, dass das hier so ein bisschen die Messhall wird. Natürlich was aus. Durch die Offset-Door können wir jetzt hier natürlich keinen. Ah doch, das kriegen wir vielleicht noch später hin. Da muss ich mir halt nur irgendwie ein Gebastel ausdenken, mit dem wir das machen. Aber das wird schon schief gehen. So, hier möchte ich nämlich jetzt gern irgendwie ein bisschen was Cooles machen. Und zwar. Ja, überschreiben halt einfach irgendwas. Wird schon schief gehen. Wir brauchen dafür Desks. Wir brauchen dafür Weapon Rack jetzt eher nicht, sondern eher so den Bar Counter und den eckigen Bar Counter. Dann gab es noch das Kitchen und es gab natürlich noch die Vending Machine. Und wenn wir schon dabei sind, diverse Dinge aufzumachen, dann können wir auch noch das ATM nehmen. Das ATM ist ein Block, der kommt genauso wie die Vending Machine aus dem Economy Update. Und mit dem kann man was ganz Witziges machen. Das ist zwar eigentlich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es vielleicht eigentlich eher ein Roleplay-Block ist. Was man da halt eben mit tun kann, ist, man kann da rangehen
und kann irgendwie Geld hinterlegen. Weiß gar nicht, ob man auch. Kann ich Gegenstände depositen? Nö, das geht nicht. Zumindest sehe ich nicht, dass das irgendwie ginge. Die Frage ist, haben wir Geld? Also Space Credits. Gucken wir mal gerade. Nein, wir haben keine Space Credits. Also wir könnten hier theoretisch, wenn wir Space Credits gefunden haben oder gekauft. Mal gucken. Vielleicht können wir auch Handel treiben demnächst. Also nicht nur vielleicht, das können wir mit Sicherheit. Dann kann man, wenn ihr jetzt beispielsweise 3000 Credits in der Tasche habt, kann ich hier sagen, alles klar. Ich möchte hier irgendwie 3000 Credits, gebe ich dann hier ein, depositen oder withdrawn. Und dann verschwinden die aus meinem Inventar und landen sozusagen auf meinem virtuellen Bankkonto, das momentan bei 10.000 Space Credits liegt. Das ist übrigens der absolute Standardwert. Wir haben, glaube ich, unten auf der Erdbasis haben wir noch ein paar Credits in der Kiste. Und hier mit diesem ATM kann man dann halt eben darüber halt eben einzahlen und auszahlen sozusagen. So, aber das nächste Ding, was wir jetzt tun, deswegen haben wir das jetzt hier eigentlich auch gemacht, war, wir wollen, warte mal, da gibt es ja noch ein paar Sachen. Und zwar wollen wir vielleicht noch eine Couch haben. Vielleicht wollen wir auch noch, wir brauchen ja auch noch, auf jeden Fall noch ein paar, vielleicht noch ein paar Racks, also nicht Racks, sondern das ist ein Weapon Rack und die Armory. Und Lockers wäre hier mit drin, okay. Packen wir das auch erstmal hier mit rein. Und Railgun. Da habe ich, da möchte ich auch unbedingt mal mit rumspielen, aber in der Sekunde habe ich es jetzt noch nicht. Und zwar, wo waren die denn? Die waren im Deko-Pack mit drin. Genau. Und guck mal, da sind auch noch andere Sachen mit drin, die wir brauchen. Und zwar unter anderem das Kitchen. Das heißt, wir können jetzt hier wieder ganz viel von dem Zeug, was wir gesetzt haben, im Grunde genommen wieder so ein bisschen ignorieren, indem wir das hier tun. Okay. Das heißt, wir können hier schon mal ein wenig Grünzeug in die Pampa stellen. Ja, hier neben ist jetzt natürlich ein bisschen blöd, aber das macht nichts. Dann können wir sagen, hier hinten machen wir vielleicht so ein bisschen eine angenehme Lounge-Ecke. Da so. Und vielleicht sogar noch hier so ein bisschen daneben noch eine kleine Couch. Warum auch nicht? Hier möchte ich das aber nicht machen, weil was wir hier tun ist, wir bauen uns jetzt an der Stelle ein paar Sitzgelegenheiten an. Und hier gibt es da ganz verschiedene Möglichkeiten. Haben wir welche mit oder ohne Sitz dran. Natürlich machen wir jetzt hier alles mit Sitzen voll, einfach weil. Dasselbe kommt dann auch hier auf die Seite. Also sprich, wir haben jetzt hier so ein bisschen dann halt eben einfach unseren Lounge- und Essbereich. Nicht, dass wir damit wahnsinnig viel machen könnten, aber es sieht zumindest ganz hübsch aus und wir haben Material verblasen. Und ja, wir müssen da hier auch mal irgendwie langsam mal was mit Licht machen, ne? Siehst du ähnlich, ist ja hier immer noch sehr finster überall. Aber bevor ich hier irgendwas mit Licht mache, muss ich erstmal die Decke fertig kriegen, weil irgendwo muss das ja auch aufgehängt werden. Wobei wir natürlich auch noch mit den Neonröhren arbeiten können, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Müssen wir mal gucken, weil wir haben ja hier tatsächlich nur eine Blockhöhe. Gut, wenn da oben dicht ist, ging das theoretisch schon, aber müssen wir vielleicht sich hier irgendwie noch schauen, dass wir mit der Decke ein bisschen weiter ausgehen. Ja gut, das wird sich dann eine Zukunft. So, wir brauchen Interior Plates Construction Components. Die Dinger nehme ich mal auf Bildplaner, weil das vergesse ich sonst eh wieder, was ich da alles brauche. Und eine Vending Machine muss man auf jeden Fall auch noch machen. Also man kann Automaten aufbauen, wo man dann Dinge kaufen kann. Und unter anderem gibt es da natürlich auch den Evergreen des Spiels Clan Cola und Cosmic Coffee. Was man da in Form von Dosen rausziehen kann. Ja. Aber wenn das jetzt hier irgendwie so ein bisschen auch unser Wohn- und Bar- und Kantinen-Mensa-Bereich wird, keine Ahnung, wie wir es nennen wollen, dann wäre das sicherlich nicht verkehrt. Schön ist übrigens,
Wir können sie auch reinsetzen und kriegen davon Energie zurück. Also so wie als wenn wir in einem Cockpit sitzen. So. So, gleich mal ein bisschen mehr davon nehmen, dann können wir das auch vielleicht fertig schweißen, ohne ständig hier wieder kein Zeug mehr auf Tasche zu haben. So, das ist doch schon mal ganz, ganz nett so. Dann, nachdem hier eine Tür noch wahrscheinlich hinkommen wird, ich jetzt mal gesagt, wie machen wir das mit der Bar? Mal schauen. So, ne, wie machen wir das? Ganz einfach. Gibt es ja mehrere von. Also, hier möchte ich gerne noch ein bisschen Platz lassen. Nach da hinten ein bisschen, aber nicht zu viel. Das heißt, wir haben jetzt hier drei frei. Ich denke, wir machen es mal so. Dann können wir jetzt den normalen Counter hier hinpacken und an die Stelle, weil ich glaube, das habe ich noch nicht ausprobiert, das jetzt, könnten wir diesen Chairless Desk machen. Welche Farben wir dann nehmen, müssen wir dann nochmal gucken. Ist auch lustig, dass die Bar-Dinger hier irgendwie Motoren brauchen. Also ich meine, frag mich bitte nicht warum, ich weiß es auch nicht. Und ja, ich weiß, im Moment ist alles noch weiß. Das werden wir auch irgendwann mal ändern. Jetzt im Moment möchte ich mich erstmal nur mit dem grundsätzlichen Aufbau befassen und noch nicht damit, wie wir es dann schlussendlich dekorieren werden. Aber auch das wird sicherlich irgendwann auf uns zukommen. Als nächstes, nein, das war bei hier bei der 7, glaube ich, mit dabei. Bett, Couch, Corner, Couch, Bett. Nee, das war was anderes. Armory wollen wir auch nicht, aber Lockers ist eine Idee. Weil wir vielleicht nicht nur eine Küche haben wollen, sondern auch irgendwie Möglichkeiten, zumindest in der Theorie, machen wir das vielleicht so, machen wir hier nochmal so einen Counter hin. Und dann, bei der 4 war es wieder mit drin, ne? Genau, dann haben wir jetzt hier tatsächlich noch eine Küche. Davon würde ich, oder was haben wir hier noch? Bar-Counter, Lab-Equipment ist hier ein bisschen daneben. Das können wir aber in der Medbay nochmal machen. Die Planters, ich finde sie hier nicht ganz angebracht. Also kann man zwar schon machen, aber die Freight-Dinger, I don't know. Nochmal so eine Eckbar. Nee, ich glaube, das lassen wir jetzt erstmal einfach so stehen. Und ziehen vielleicht allerhöchstens hier nochmal so einen Bartisch rein. Oder nee, weißt du was? Weißt du, was wir da machen? Da kommt jetzt wieder ein normaler Tisch dran. Also der ohne Bar, sondern einfach, wie wir es da eben schon hatten, der mit ohne Stuhl. So, weil dann könnten wir hier, weil das Feld ja noch frei ist. Ist auch gut, dass ich immer wieder von hier weggehe, ne, bevor ich hier irgendwas tue. Können wir hier nämlich den Chairless Desk dran packen. Der kommt dann an die Seite natürlich auch hin. Das ist alles nicht ganz so. Und dann können wir nämlich an diese Bar Tables, vorausgesetzt wir stehen uns nicht selbst im Weg, dann haben wir hier praktisch an der Bar noch so ein bisschen noch ein paar Sitzgelegenheiten. Und klar, wie gesagt, es hat fürs Spiel relativ wenig Auswirkungen. Außer halt Optik, aber darum geht es ja auch ein bisschen. Irgendwie halt eben auch Sachen ein bisschen schön zu machen, dass die Gebäude vielleicht auch so ein bisschen eine Geschichte erzählen. Naja, oder halt zumindest mal einem augenscheinlichen Zweck dienen. Also einfach nur irgendwas hinklatschen und fertig. Kann man machen, klar. Ich meine, haben wir unten auch irgendwie getan. Aber hier oben würde ich gerne einfach ein bisschen mehr, ja, auch ein bisschen mehr dekorative Dinge einfach anstellen. Da habe ich schon wieder den Boden unter den Füßen verloren. Soll vorkommen.
Ist auch gut, wie in der Webcam-Voransicht irgendwie hier die ganze Zeit, wenn ich hier was rumschweiße, irgendwie mein Gesicht hier irgendwie aufleuchtet wie so ein Weihnachtsbaum. Aber ja, ist halt so, ne? So, und damit hätten wir hier schon mal ein bisschen Barfeeling. So, apropos Barfeeling. Ich muss mir da noch irgendwas überlegen, wie wir das dann genau machen können. Ach, guck mal, hinten haben wir auch noch Zeug zum Zusammenschweißen. Ich muss mir noch mal genau später noch mal überlegen, wie exakt wir das mit der Decke machen werden. Aber ich möchte hier gleich noch was tun. Und zwar dadurch, dass wir jetzt hier eine Dreierhöhe haben. Eigentlich muss ich jetzt irgendwie irgendwas von... Na gut, warte mal. Eins nach dem anderen. Und zwar, wir haben die Kollegen hier. Die würde ich jetzt aber tatsächlich nicht ganz so... Ich mache jetzt mal was ganz Krasses. Und zwar nehme ich tatsächlich mal gelbliches Licht, ne? Sonst sind wir immer so ein bisschen kaltweiß unterwegs, aber diesmal ist das gewollt. So. Müssen wir mal schauen, wie wir das am blödesten befestigen. Da ist ein Ende. Ich habe keine Interior Plates mehr. Okay, dann müssen wir mal eine Ladung Zeug einstecken. Kann passieren, dass wir das auch nochmal ändern. Aber jetzt für den Moment mache ich das jetzt erstmal mit den Dingern, weil die kann ich so an die Wand klatschen. Dann brauchen wir die Tubes 1, ja, von mir aus, und zwar noch eins lang. Dann brauchen wir hier die Corner. Nee, so irgendwie nicht, das, oder? Hier passt das, glaube ich. Achso, weil wir hier auch die Stühle haben. Ja, wir müssen hier noch eins weiter raus. Das ist, sonst sieht das irgendwie ein bisschen schäbig aus und schäbig mag ich nicht. Gut, dass wir im Weltraum sind, sonst würden die Dinge jetzt runterfallen. Ja, zur Not müssen wir hier vielleicht an der Seite auch nochmal zwei Sitze hinmachen, damit das wieder von der Form her passt. Komm, tun wir doch gerade mal so. Ja, wir bauen erstmal die Neonröhren fertig, sonst haben wir jetzt irgendwie gleich einen ganz komischen Farbmischmatsch. So, Neon Tubes End wollen wir nicht. Wir wollen die Tubes 1. So, bis hierhin. Noch eins weiter raus und dann kommt jetzt die Ecke. So, dann machen wir jetzt hier wieder natürlich wieder gerade. Könnten einfach mal zur Abwechslung die hier machen und dann mal das hier so zu. Und wenn wir das jetzt hier alles zuschweißen, dann haben wir hier eine kleine wunderschöne... Ja, komm, die drei Blöcke kriegst du jetzt noch fertig, ohne zu sterben, oder? Schaffen wir das noch? Sehr gut, wir schaffen es noch. Dann haben wir jetzt hier so ein bisschen, ja, das ist so ein schöner Bar-Stil. Das ist doch schon mal ganz nice. Klar, wir müssen nochmal richtiges Licht reinmachen, weil die Dinger sind halt einfach nur emissive und machen kein richtig echtes Licht, in Anführungszeichen. Aber es macht jetzt zumindest schon mal ein bisschen Stimmung, das gefällt mir ganz gut. An der Stelle müssten wir jetzt nochmal schauen, wie wir das hier tun. Natürlich... Ob wir das vielleicht so zumachen können? Okay, erstmal heilen gehen, weil das wird ja gleich im sprichwörtlichen Sinne ungesund werden. Ja, und dann, Moment mal. Hier, das machen wir anders. Da kam mir gerade noch eine kleine Idee. Passt das? Das möchte ich auch wegmachen. Glaube ich. Weil. Gut, alternativ kann man natürlich hier so zumachen und während dann. Ja. Schauen wir mal nochmal, ob es vielleicht noch einen schöneren Weg gibt. Ja, das ist ein Fenster. Fenster wollte ich nicht.
Das wollte ich. Denn was wäre eine Bar ohne einen schönen großen Screen, auf dem irgendwelche Dinge passieren? Auch wenn das hier hinten jetzt vielleicht gerade eher nach so einer Menükarte aussieht. Nein, die werden wir jetzt nicht entpacken. Aber dann lass uns doch mal schauen. Wir nennen das Ding einfach White LCD Panel Bar Screen. Warum auch nicht. Und jetzt schauen wir mal, weil wir können sagen, wir wollen Text und Images. Dann wollen wir bestimmte Texturen haben. Und zwar, wir brauchen dann, glaube ich, immer die... V ist Vertical und H ist Horizontal. Das heißt, das ist, glaube ich, die White. Das heißt, wir sagen hier Image Change Interval. Sagen wir mal 5 Sekunden. Dann sagen wir Space Travel Add to Selection. Bright Future auch zu Selection. Thunderfleet. Warum nicht? Exploration. Also Keen hat hier ganz viele schöne Poster eingebaut, die man hier so hinzufügen kann. Und ich hätte jetzt gesagt, die schmeißt man hier auch alle irgendwie schön rein. Ah, Heavy Industry gibt... Oh, Industry of War. Das machen wir mal an einer anderen Stelle. Also wir hauen die jetzt nicht alle hin. Wir können hier noch ein paar andere Sachen machen. Nachdem wir natürlich eine Bar haben, ist klar, irgendwo muss auch noch ein schönes Clan Cola Advertisement hin. Eine Idee, wo das vielleicht ganz schnuckelig aussehen könnte, wäre hier drüben. Aber da nehmen wir jetzt natürlich nur ein normales Panel. Script. Nein. Text und Images natürlich. Und schauen wir mal, was macht man hier? Clan Cola. Okay, wie sieht ein Clan Cola 2 aus? Möchte ich tatsächlich das etwas das Zweier haben, glaube ich. Das heißt, wir schmeißen den da weg. Und dann haben wir hier unser lustiges. Weißt du was? Sieht das hier vielleicht in der Mitte ein bisschen besser aus? Beziehungsweise hätte noch eine ganz andere Idee. Ja, lass uns das so machen. Lass uns das so machen, das ist, glaube ich, cooler. Und zwar kommt das Klein-Cola-Schild hier hin. Ja. Wir sagen natürlich wieder Text und Images und dann suchen wir das Klein-Cola 2 raus. Poster Trade Faction, Store, Widescreen. Ne, das sind nicht die coolen Sachen. Badge, was ist ein Badge? Achso, Badge ist, glaube ich, die von... das ist irgendeine Badge, okay, nee. Poster Clan Cola 2 war es. Das heißt, dann schmeißen wir jetzt hier unten die Badge wieder raus. So, und um jetzt noch was zu tun, weil wenn da schon so gar nicht unauffällig Clan Cola steht, dann muss man da auch Clan Cola kriegen. Also... Und wenn, und damit das hier natürlich jetzt auch richtig Stil hat, schnappen wir uns tatsächlich an der Stelle wirklich mal bewusst das Retro Future Armor Skin. Na, ihr seht's doch, ihr seht, weil, mal Licht aus, achso, das ist schon aus, okay. Gott, können wir das irgendwie ein bisschen, das ist mir gerade zu krass hell. Passiert da irgendwas, wenn ich das hier ändere? Nö, das interessiert ihn gar nicht, ne? Schade, ich hatte gehofft, man könnte die Intensität von der Textur ein bisschen niedriger machen, aber leider geht's nicht. Searching for available offers. Können wir da irgendwas einstellen? Frag für mich halt, ne? Dem Ding natürlich hier ein bisschen ein paar Power Kits geben, die wir noch zufälligerweise einstecken hatten.
Haben wir vielleicht Kleinkohle hier oben? Nein. Bin ich. Hm. Ging das denn eigentlich nochmal? Bending Machine UI stimmt schon. Anyone can use? Nee. Contact System Administrator of this Machine. Open Store. Ich muss hier Offers createn, okay. Ja, so ging das, genau. Und dann gibt es natürlich auch noch... Also wir können jetzt hier alles mögliche an Items auch irgendwie verticken. Ich glaube, die Vending Machine hat dann auch... Hätte auch theoretisch, wenn ich mich recht erinnere, einen Conveyor-Anschluss. Nee, hat sie nicht. Wie kriegen die dann die Items da rein? Naja, gut, das ist dann wahrscheinlich das Problem von einer künftigen Version von mir, sich damit rumzuschlagen. Frage, können wir hier irgendwie Farbe... Oh, hier können wir was mit der Farbe machen. Okay, das ist ja cool. Das heißt, wir können hier zumindest so ein bisschen, ja... Hier nochmal so ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, sprichwörtlich. Ja, auf den Moment... Ja, das passt mir erstmal so. Und natürlich, was wäre eine gute Bar ohne? Na? Auch nicht. Gab's nicht mal einen Jukebox-Block? Ah, den können wir wahrscheinlich noch gar nicht bauen, weil wir noch nie einen Soundblock gebaut haben.